Eidechsen aus Porzellan sehen neu aus und passen nicht zu dem restlichen Müll. Sean? Wo bist du, Sean? Hier hat es gebrannt. Alles ist total verkohlt. ...9711 Marble Street. Die Adresse stimmt. Aber was soll ich in diesem Drecksloch machen? Der Schmerz kommt wieder. Die Wirkung des Medikaments lässt nach. Ich bin noch schwach. Kann kaum stehen. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Sie haben 5 Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Ich muss da durch. Ich habe keine Wahl. Für Sean. Ich kann mir keinen Finger abschneiden, das geht nicht. Ich will Sean retten. Ich tue alles. Alles außer das. Ich könnte es schaffen, wenn ich die richtige Wahl treffe. Es muss irgendwie gehen. Einen Finger abschneiden? Niemals. Fünf Minuten, um mir den Finger abzuschneiden. Ich muss schnell entscheiden. Das ist Irrsinn. Ich kann es nicht. Ich will Sean retten, aber ich weigere mich, das zu tun. Der Schmerz.
Schmerz wird heftig. Ich brauche etwas zur Linderung. Sie haben noch 4 Minuten. Das kann furchtbar in die Hose gehen. Ich rette meinen Sohn nicht, wenn ich hier sterbe. Sie haben noch 3 Minuten und 30 Sekunden. Mach es schnell, du spürst es nicht. Du spürst gar nichts. Sie haben noch 3 Minuten. Ich habe keine Angst. Keine Angst. Ich muss einen klaren Kopf bewahren. Alles kommt in Ordnung. Ich kann es schaffen, wenn ich genau überlege, was ich tue. Ich tue es. Ich tue es für Sean. Ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Noch 2 Minuten.
Unter dem Tisch. Sean, ich habe getan, was ich tun musste. Sean, ich liebe dich. Ich liebe dich. Die Schmerzen. Ein Finger. Ein Finger. Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Lieutenant. Zum Glück hat die Streife den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß. Sie sind hier der Profiler. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird gefährlich für sie. Und jetzt? Schaut sie raus? Nein, zurückbleiben. Polizei. Sie überwachen das Gebäude, in dem Ethan ist. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen. Ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Scheiße. Was macht der bloß da drin? Wir müssen sofort hier raus. Auf meinen Befehl geht's los. Ugh!
Zugriff auf meinen Befehl. Sie bleiben hier, Jade. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. Los, hier entlang. Ich lass ihn hier und hau ab. Ein Mann ist eine Frau, noch entkommen, aus der Gasse. Wenn ich gleich gehe. Scheiße! Die ist doch vorhin rein! Alle Mann runter! In die Gasse! Hinterher! Die U-Bahn. Scheiße, sie haben uns. Wir müssen weg, solange es noch geht. Wir haben die Cops am Arsch. Keine Chance. Mann. Er ist halb tot. Das volle Gewicht, lange kann ich ihn nicht tragen. Der U-Bahn-Eingang auf der anderen Straßenseite. Unsere einzige Chance. Vor rund einer Stunde erklärte die Polizei, dass der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert wurde. Ethan Mars, Vater des entführten Sean Mars, ist flüchtig, vermutlich bewaffnet und gilt als gefährlich. Die Polizeifahndung läuft. Man hofft, bald die Festnahme dieses Psychopathen bekannt zu geben.